So, hi Leute, ich werde euch heute mal noch ein paar Rhythmen zeigen von dem Workshop Rhythmen der Zukunft. Ich möchte euch noch ein bisschen Geschmack und Appetit machen und euch vielleicht sogar noch ein bisschen sagen, worum es da eigentlich geht und warum es diesen Workshop überhaupt gibt. Und zwar Rhythmen der Zukunft heißt, es sind Rhythmen, die aus der Zukunft kommen, die es noch gar nicht gibt. Und wie ich in der Beschreibung schon erzählt habe, in der Workshop-Beschreibung, ich besuchte einst in einer Meditation einen wunderbaren Ort und dort traf ich den Hüter der Rhythmen und war im Garten der Rhythmen, ein Garten voller Rhythmen, soweit das Auge reicht, kleine Rhythmusgebilde, große Rhythmusgebilde, komplexe Rhythmusgebilde, wie zum Beispiel die Jahreszeiten. Das ist ein komplexes Rhythmussystem, ja, mit vielen Details drinnen, ja, sind Rhythmen. Und den Workshop habe ich deswegen gemacht, um euch erstens mit in die Verzauberung mitzunehmen. Ich finde es fantastisch dort und möchte euch daran teilhaben lassen und vor allen Dingen euch auch den Ort zeigen, damit ihr selber dorthin gehen könnt und euch für eure Themen oder für eure Musik eure Rhythmen dort holen könnt. Ja. Und das ist ein Ort voller Inspiration, ein Ort, der euch inspirieren kann. Mich inspiriert er tut es tatsächlich. Ich liebe es. Deswegen gibt es den Workshop. Und den gibt es auch deswegen, weil wir uns verändern, weil sich die Welt verändert und ich merke es an mir und ich merke es natürlich an allen anderen. Ja. Du hast es sicherlich auch schon gemerkt. Yes. Und es ist nicht ganz so leicht, ist klar. Aber die Rhythmen, die es bisher gab, die Rhythmen in unserem Denken, ja, die Rhythmen in unserem Verhalten, ja, in unserer Gesellschaft, die gesellschaftlichen Rhythmen und die persönlichen Rhythmen, die verändern sich natürlicherweise, zerbrechen die, ja, und es braucht neue Rhythmen, ja, neue Formen, wo unsere Gedanken, unsere neuen Lebensweisen und Lebenseinstellungen, ja, Ansichten, unsere Visionen auch Form finden, ja, und die brauchen neue Rhythmen, ja. Ich habe irgendwann mal vor Jahren festgestellt, dass unsere Welt, diese Welt, unsere physische Welt aus Rhythmen besteht, ja. Und darüber habe ich auch schon an der anderen Seite erzählt, und deswegen gehe ich da jetzt nicht so doll drauf ein. Ich will nur darauf eingehen, warum ich dieses Video mache, ist, um euch zu dem Workshop einzuladen, um euch darauf Lust zu machen, um euch nochmal genau zu erzählen, worum es hier geht bei dem Workshop, ja. Und das habe ich gerade eben getan. Ja, ich möchte mit euch zum Hüter der Rhythmen gehen und möchte mit euch neue Rhythmen kreieren für unser neues Leben, auch Rhythmen für die Welt, ja, aber auch ganz persönlich. Und ich möchte euch aber auch 1, 2, 3 Rhythmen zeigen, so, die für mich aus der Zukunft kommen. Und ein Rhythmus, der heißt Meng Shao. Den habe ich so genannt. Oder was heißt ich so genannt? Also der heißt halt so. Meng Shao. Klingt irgendwie asiatisch. Meng Shao. Klingt irgendwie nach einem anderen Land. Ja. Ich mag ihn sehr. Und das ist ein Rhythmus, der ist ein etwas komplexerer Rhythmus. Der besteht aus mehreren unterschiedlichen Arten von Schlägen. Das werdet ihr gleich hören. Und für mich bedeutet der Rhythmus, mir gibt er eine gewisse Entspanntheit, eine gewisse Gelassenheit und ein leichtes Spiel, ein leichter Tanz, ja. Und er eignet sich für mich hervorragend dazu, um über etwas nachzudenken und das Nachgedenkte wie so die leichten Wellen vom Meer, wie die so anschwippern, ja. Rhythmic swooshing waves. Alright? Ich spiele euch den mal vor. Meng Shao.
das ist Meng Shao in seiner Grundform. Ihr merkt schon, das ist ein sehr schöner, fließender Rhythmus, der so einlädt, ja, der auch andere Rhythmen einlädt, mit sich dazu zu gesellen. Ja. Ich liebe diesen Rhythmus. Ich spiele ihn sehr oft. Das ist ein Rhythmus aus der Zukunft, ja, den es bisher noch nicht gegeben hat. Und den habe ich bekommen oder mitgebracht von dem Rhythmusgarten, vom Hüter der Rhythmen. Das ist ein Rhythmus und ich zeige euch jetzt noch einen anderen Rhythmus. Ich muss mal kurz auf Pause drücken, mal was trinken. So, ich habe getrunken und habe mir auch eine andere Trommel genommen. Und ich zeige euch jetzt noch einen Rhythmus, der heißt Shiba Ko. Und es ist ein sehr dynamischer Rhythmus. Und ist auch ein sehr komplexer Rhythmus. Also ihr werdet es merken, der setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, ja. Das ist er. Shiba Ko. So, also das war jetzt doch ein etwas längeres Video, war gar nicht ganz so doll geplant. Aber okay, schön, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und der Workshop ist am 8. September 2018, dieses Jahr. Und es ist ein Samstag-Workshop. Der geht über mehrere Stunden und ich freue mich wirklich über jeden, der kommt. Ich freue mich darauf, mit euch neue Rhythmen herzubringen. Noch nie dagewesene Rhythmen, vor allem eure eigenen Rhythmen. Dass jeder seinen eigenen Rhythmus spielt, seine eigenen Rhythmen, dass du deine eigenen Rhythmen spielst. Das ist fantastisch, weil das ist genau mein Ding. Weil die alten Rhythmen gibt es erstens schon und viele der alten Rhythmen zerfallen und wir brauchen neue Rhythmen. Wir brauchen einfach neue Rhythmen in der Musik, persönlich gesehen und in der Welt. Wir brauchen neue Rhythmen und deswegen brauche ich dich für diesen Workshop. Ich freue mich da schon sehr, sehr lange drauf, diesen Workshop, und ich brauche noch ein paar Teilnehmer. Ja? Also, hab erstmal einen schönen Tag, viel Spaß noch und anmelden kannst du dich unter dem Video, gibt es einen Link, da kannst du dich drüber anmelden. Ja? Wenn du noch eine Frage hast, bin ich gerne da. Bye bye, ich bin Ingo Gutmann. Bye bye. Hätte ich eigentlich am Anfang sagen sollen. Alright. Also, mach's gut.